Herzlich willkommen hier beim Open Studio auf FS1. Normalerweise begrüßt Sie an dieser Stelle Kurt Bauer. Das heißt, heute ist es eine Art Sondersendung, denn Kurt ist heute nicht als Moderator hier, sondern als Studiogast. Hallo Kurt, danke, dass du da bist. Ja, gern. Sehr erfreut. Ja, heute kannst du dich quasi mal zurücklehnen. Du musst nicht moderieren, dafür aber meine Fragen beantworten. Heute wird es bei uns in der Sendung vor allem um dich gehen, um deine Tätigkeit als Filmschaffender und in jüngster Vergangenheit sozusagen auch als Projektstarter eines Hilfsprojektes, das du gestartet hast. Über das werden wir heute noch sprechen. Zu Beginn würde ich ganz gerne damit anfangen, weil die meisten Zuseher dich ja als Moderator des Open Studio kennen, hier bei FS1, aber du tust ja noch viel mehr als das. Du machst nämlich schon seit einigen Jahren Filme. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, was für Filme du machst, seit wann du das machst und warum eigentlich? Ja, gern. Zunächst einmal einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier bin und heute einmal mich äußern kann über das, was mich wirklich bewegt. Das ist so leicht zu sagen, der Kampf gegen die Armut. Die Armut, die mich eingeholt hat, die ich mir nicht ausgesucht habe, beginnt in meiner Geschichte ungefähr vor 4 Jahren. Da machte ich einen Film, der hieß Lebensmittel sind kostbar. Und dort begegnete ich dem Mülltauchen und begegnete ich den Armen und ihrer Not, sozusagen in unserer Stadt satt zu werden. Das war ein Film, der damals eine Grundlage hat mit dem Land Salzburg, mit Frau Rössler, und wo wir den vorgeführt haben. Und ich habe festgestellt, das Kino war voll. Ich erinnere mich noch genau, wie dann die Frage aufkam, wie denn die Leute da auf einmal, warum das Kino voll ist, weil normalerweise ist bei solchen Veranstaltungen das Maximum 2/3. Und jetzt ist es ja nicht gerade so, dass ich leichte Nahrung serviere. Und ich habe mit der Lebensmittelgeschichte so einen Einstieg gehabt, wo ich gemerkt habe, erstaunlich, das interessiert die Menschen, nicht nur mich. Und habe gemerkt, dass ich eine Blockade gehabt habe, wenn es darum geht, Menschen, die auf der Straße sitzen, arm sind, in die Wärmestube gehen oder zum Winzibus, sozusagen, die Hemmungen, sie aufzunehmen. Und habe ich gemerkt, irgendwo gefällt mir das nicht an mir. Und dann öffnete sich die Chance, mit der Stadt Salzburg, mit der Frau Vizebürgermeister Anja Hagener, wo es damals darum gegangen ist, dass ich einen Film über die Roma und Armen in Salzburg gemacht habe. Und sie gesagt hat, mach den bitte. Ja. Und wir stellen ihn dann ein Jahr später vor beim Stadtdialog. Und wieder war es tatsächlich so, das Kino war voll. Und ich habe gemerkt, ich kriege eine gute Presse und jeder ist interessiert, was ich mache. Und wieder habe ich erlebt, ich komme in einen Notstand, in einen persönlichen Notstand, wenn ich mich diesen Menschen nähere. Und war mir da schon ein Stück mutiger, erinnert mich damals mit dem Reim Schobesberger zusammen, der bei Roma übersetzt hat. Und die saßen dann auf der Straße und ich wurde beim Film mit Fragen konfrontiert, wo ich gemerkt habe, ich habe nicht wirklich eine Antwort. Weil mich Leute gefragt haben, ja und Herr Bauer, wissen Sie eigentlich jetzt, wie diese Menschen leben? Und ich habe mir gedacht, weiß ich wirklich nicht. Und warum sie raufkommen, weiß ich wirklich nicht. Und wenn ich mir die anschaue, dann war mir klar, ich will da hinfahren. Und da beginnt eine Reise für mich selber im Kennenlernen der Armut, die mich
unglaublich gefordert hat und ich dann in Roma-Räume und Lebensräume hineingegangen bin, die von mir einen Schock nach dem anderen erlebt habe. Da waren einfach die Verhältnisse dessen, wie diese Menschen leben, und ich habe dann für mich erlebt, ja, ich habe ein Problem, aber das schaut so aus, dass die kein Problem haben damit. Wie sie leben. Wie sie leben. Und dann habe ich begonnen zu recherchieren und habe festgestellt, nein, die haben tatsächlich kein Problem damit. Ja? Mit ihren Lebensumständen. Und das hat mich eigentlich sehr unruhig gemacht und habe dann mir einfach mal gedacht, jetzt, wieso kommen die zu uns? Was treibt die an? Ich höre heute nur die Argumente zu sagen, die sollen zu Hause bleiben, die sollen arbeiten. Durchaus nichts dem entgegenzusetzen, bis ich dann draufgekommen bin, in dem Gebiet, in dem ich gearbeitet habe, sind dann in Ungarn, war das zur Zeit, wie der Kommunismus zusammengebrochen sind, 50.000 Arbeitsplätze, wo tausende Roma am Platz gehabt haben, von einem Schlag auf den anderen weg gewesen. Es waren alles Kohlenminen, die Tagabbau gemacht haben und da auch in die Tiefe gegangen sind. Die haben alle auf einmal keine Arbeit mehr gehabt. Und daraufhin... Und das waren dann so Dinge, die man dachte, so, das verstehe ich. Also ich kann nur sagen, wenn ich das erlebe, diese Lebensumstände dort unten wahrnehme, verstehe ich das, warum die raufkommen. Und da ist Betteln für mich ein Erwerbszweig. Und das nennen ja die Roma von sich auch. Erwerbszweige sind Betteln, Musik machen, Kupfer sammeln, und dann zum Beispiel Holz sammeln. Ja. Die Randbereiche der Kriminalität sind gegenwärtig, da braucht man gar nicht herumreden. Nur, ja, was denn, wie soll ich überleben? Das ist etwas, was du jetzt verstanden hast für dich. Du hast dann Filme darüber gemacht, beziehungsweise hast du dann in Filmen oder setzt dich in Filmen damit auseinander, wahrscheinlich um dieses Wissen auch an andere weiterzugeben. Oder was ist dein Antrieb, überhaupt Filme zu machen? Absolut genau richtig. Für mich ist es so, ich habe festgestellt in meiner filmischen Tätigkeit, dass ich manchmal in Situationen stehe und feststelle, das verstehe ich nicht. Und dann fange ich recherchieren an und dann mache ich die Erfahrung, wenn es ich verstehe, kann es bildmäßig so umsetzen, dass andere auch verstehen. Und eine Frau hat zu mir nach einem Filmabend gesagt, so Herr Bauer, danke, dass Sie den Film gemacht haben. Jetzt brauche ich keine Statistiken mehr, seitdem ich gesehen habe, wie Sie da unten leben. Mhm. Und die Frage war natürlich, gibt es denn da irgendwo aus dieser Armut einen Weg heraus? Das war aber schon die übernächste Frage, weil ja die Geschichte überhaupt nicht zu verstehen ist für mich. Dieser unglaubliche Mangel an Interesse, überhaupt rauszukommen, dieser unglaubliche Mangel zu sagen, ich will an meinen Lebensumständen, der Antrieb fehlte fast völlig. Und das ist jetzt etwas, was mich selber sehr bewegt. Man darf die Roma nicht einfach alle in einen Topf werfen. Es gibt gut situierte Roma. Es gibt Roma, die einen Beruf haben und in ihrer Community anerkannt sind. Da gehören dazu zum Beispiel die Kesselflicker, da gehören die Holzarbeiter dazu, da gehören die Maurer dazu, da gehören die Musiker dazu. Das sind Waren und sind anerkannte Berufe. Und die haben auch sozial gesehen die wenigsten Probleme. Es ist immer eine Schicht, die garantiert ein Problem hat, und das ist die Frau. Die Frau bei den Roman ist mitunter ganz eine klare Sklavin. Und die Mütter, die haben zum Beispiel 10 Kinder von 3 verschiedenen Vätern und können sich nicht wehren. Darüber handelt ja dann auch dein nächster Film, der jetzt im Jänner
erscheinen wird. Wird der präsentiert? Kann man sich den, wo kann man sich den anschauen? Im Das Kino. Bitte gleich aufschreiben. Am 23. Jänner, ich hoffe, dass das richtig ist. 23. Ich glaube, am 23. Ja. Jänner hast du mal vorhin. Um 18.30 Uhr im Das Kino. Mhm. Und wenn Sie kommen wollen, dann bitte, bitte, bitte Freikarten vorher reservieren. Mhm. Ja? Und der Film handelt von den Frauen der Roma oder von den Roma-Frauen und Kindern? Unter anderem, weil ja die Geschichte heißt, eigentlich handelt er im breit gesprochen davon, dass es nur eine Möglichkeit gibt, wenn ich raus will, und das ist Bildung. Und zwar Bildung im, nicht nur im Sinne einer schulischen Bildung, sondern Bildung als Lebenskompetenz und Selbstverantwortung. Und diese Geschichten bei den Roman, die sind ja manchmal echt haarsträubend. Ich war beim letzten Film in Sajokasa und in Kosice, das ist Ungarn und die angrenzende Slowakei, und dort war ich in einem Ghetto. Jetzt, ich bin kein kaltschnäuziger Filmemacher. Ich bin bei den Dingen, die ich filme, Betroffener. Nur selber mal zu erleben, wie betroffen ich sein kann, weil mich der Schock getreten hat, erwischt hat. Ich war in dem Ghetto drinnen und habe festgestellt, ich kann die Kamera nicht ruhig halten. Ich habe so ein Einbeinstativ gehabt, ich habe samt den Stativ nicht ruhig halten können. Ich habe nicht mehr gewusst, ob ich die Kamera eingeschalten habe. Ja? Bei dieser unglaublichen Verwahrlosung und Leben im Müll hat es mich erwischt, zu sagen, ich will die rausholen. Ich. Das ist dann auch der... Aber die. Die wollen nicht, oder? Die wollen nicht, ja. Und mhm. Das ist die Geschichte von meiner Verfassung, dass ich sagen würde, ich denke, es gibt eine Geißel auf unserer Welt und die heißt Armut. Mhm. Und die muss bekämpft werden. Und die will ich auch bekämpfen. Nur was machst du denn dann, wenn der Arme sagt, ja, was auf, gib mir 2 Euro und dann war's das. Ja? Weil jede Perspektive fehlt oder die Idee, dass ich rauskommen könnte, einfach nicht vorhanden ist. Heute kenne ich die Gründe, aber ich habe 3,5 Jahre gearbeitet. Was sind die Gründe dafür, dass Sie nicht rauskommen oder dass Sie sich gegen die Änderung der eigenen Umstände so wehren? Ja, naja, nicht wehren. Sie lassen es einfach abprallen. Da brauche ich mich gar nicht wehren. Was ist der Grund dafür? Also ich werde jetzt einmal in Rechnung stellen, was ich herausgefunden habe. Roma waren 600 Jahre ein versklavtes Volk. Und ich habe mir die Sklaverei in Indien angeschaut, wo es die Gruppe, die Kaste der Unberührbaren gibt, wo die Roma sehr ähnlich sind. Ich habe mir die gleiche Kaste in Nepal angeschaut, ja, und habe mich dann nach Amerika gewandt, weil dort gibt es einen Lehrstuhl für Sklavenforschung. Und da sind auffällige Parallelen. Und diese Geschichten im Leben, die ich nicht ausschöpfen kann, talentmäßig oder was ich will, in den Gehirnregionen können sich zurückbilden und sind nicht beliebig aktivierbar. Das heißt, das Potenzial, das jeder in uns hat, die eigene Situation zu verbessern, könnte durch den Umstand oder durch die Situation einer Versklavung gehemmt werden? Ja, nicht nur gehemmt, sondern abgeschafft. Es ist wie ein Muskel, der nicht trainiert wird. Habe ich jetzt einmal vorrecherchiert und mit Neurologen geredet, die mir das auch sofort bestätigt haben. Und gleichzeitig ist es so, dass es irgendwo gibt es eine bestimmte Schicht bei den Roman, jetzt bei den Armen, die sind irgendwie immun dagegen. Und solche traf ich das erste Mal in Sajokasa, in der Dr. Ambedkar High School, die den Jugendlichen, Mädchen und Jungs Möglichkeiten gegeben hat, zum Abitur zu kommen. Das Abitur erreicht eine Handvoll.
den Weg dorthin, jeden, der ihn geht, macht einen Profit für das auf, dass sie ihn angetreten haben. Es gibt nämlich in der Sozialisation Grundbedingungen, die muss man lernen. Sauberkeit, Pünktlichkeit, Höflichkeit, Genauigkeit, Konsequenz, Durchhaltevermögen, Aufgaben lösen. Und in dieser Schule habe ich festgestellt, die bringen das. Die bringen das tatsächlich. Ja? Das ist eine buddhistische Schule und die bringen das. Und dort habe ich das erste Mal gehört, jeder Mensch hat die Fähigkeit, das hat der Tibor Derdak, der Direktor, gesagt, hat die Fähigkeit, sich selbst aus der miserablen Lage seines Lebens zu befreien, wenn er will. Aber damit er wollen kann, braucht er einen Unterbau. Und diesen Unterbau, wie kann man denn den Roma schaffen? Ich habe jetzt bei meinem letzten Film, arbeite jetzt seit Jänner und weiß noch das Gespräch, das ich geführt habe mit der Frau Vizebürgermeisterin Anja Hagenau, was ich gesagt habe, könntest du nicht bitte einen Film über Roma-Frauen machen? Und ich habe gesagt, ja, das reizt mich auch. Aber ich kann mir eigentlich nichts Schwereres vorstellen. Und es war so, dass ich so eine Durststrecke gehabt habe, weil nichts von meinen Kontakten funktioniert, die normalerweise funktionieren. Und ich mir schon gedacht habe, da kriege ich graue Haare in dem Film, bis dann mir der Zufall zur Hilfe kam und ich nicht mehr in Ungarn, sondern jetzt in Rumänien gedreht habe, in der Nähe von Sibiu. Und da traf ich einen Pfarrer, Ignald Schlattner, den werde ich vorstellen im Film. Zu dem wurde ich geschickt, weil der Mann ist 84 Jahre alt und arbeitet seit 35 Jahren mit Roma. Erfolgreich. Wie macht er das? Genau, das war genau meine Frage. Wie macht er das? Und das ist ein sehr eigenwilliger Querkopf. Und ich kann mich noch so gut erinnern, mir hat der Magen geknurrt, wie ich zu ihm gekommen bin. Und ich war nicht angemeldet. Und er wohnt alleine in einem Pfarrhof. Und dann habe ich geklopft und gesagt, ich bin da und hätte mit ihm gerne über Roma gesprochen. Und da sagte er zu mir, was wollen Sie denn von mir? Und ich habe gesagt, ja, wenn Sie mich so fragen. Im Moment habe ich einen Bärenhunger und ich wäre dankbar für ein Stück Brot und für ein Glas Wasser. Und hat er die reinlassen? Nein, er saß da. Hat mir nichts gesagt. Ein Brot. Ja, habe ich gesagt, mein Problem ist, die Gegend, wo ich bin, da gibt es kein Wirtshaus. Ich hätte auch überhaupt kein Geld im Moment. Bankomaten gibt es auch keinen. Nein, sagt er, das geht überhaupt nicht. Nicht ohne Suppe. Dann hat er mir Suppen serviert und ein Brot. Und da habe ich gesagt, ja, und was wollen Sie aufs Brot drauf? Habe ich gesagt, ne, völlig in Ordnung. Ich bin total zufrieden. Ja. Und das hat ihn in eine Irritation gebracht, aber auch in die Idee, dass er sagt, und was wollen Sie jetzt? Und ich gesagt, naja, ich habe gehört, Sie sind erfolgreich mit Roma-Jugendlichen. Wie viel haben Sie geholfen? Der hat gesagt, knapp 500 in 35 Jahren. Was? Also, was mich getroffen hat, das ist ja eine Langzeitstudie, das ist ja ein Geschenk, das ist aus der Praxis geboren, da braucht man nicht mehr reden, da braucht man nur mehr reden, wie macht er das? Wie macht er das? Wie macht er das? Und also, so habe ich auch gefragt, wie haben Sie denn das gemacht? Wie haben Sie denn die Roma Jugendlichen geworben, hat er gesagt, ich habe sie überhaupt nicht geworben. Ich bin nur hergegangen und habe die lernen wollten, unterstützt, dass sie den Ort des Lernens erreichen. Was ist denn das wieder? Naja, hat er gesagt, wir sind in Roschia und von Roschia gibt es nach Sibiu keinen offiziellen öffentlichen Bus. Es muss mit Taxis das gemacht werden.
Und wenn jetzt jemand lernen will, dann muss er nach Schibio kommen, um dort in eine berufsbildende Schule oder eine höhere Schule oder eine Lehre oder was gehen zu können. Und das kostet in der Woche 50 Euro. Und er sammelt die Gelder. Und warum kommen denn die zu Ihnen? Und er hat gesagt, dazu gibt es zwei Gründe. Erstens einmal können sie mit Bildung ihr Elternhaus verlassen. Zweitens kriegen sie mit, dass Bildung ihnen tatsächlich neue Möglichkeiten eröffnet. Und dann hat er gesagt, ja, 80% der Mädchen. Ja? Und jetzt, um es direkt zu sagen, die Frau ist sowas von gefährdet. Ja? Die Frau ist gefährdet, er sagt, mit 14 haben die Mädchen Kinder, mit 28 sind sie Großmütter und dann sind sie alt. Und jetzt heißt es, ja bitte, was ist jetzt da? Was kann das unterbrechen? Dann hat er gesagt, Bildung. Nicht, weil Bildung sie einmal fähiger macht, Nein zu sagen, sondern weil sie ein Ziel haben für sich, was sie erreichen wollen und daher sagen, ich habe jetzt im Moment noch kein Interesse. Und das habe ich durch die Bank kennengelernt, ich habe kein Interesse zu heiraten. Das heißt, in diesem Fall bestätigt eigentlich wieder das Bild, was du vorhin schon andeuten hast lassen, dass wenn man Roma unterstützen will, offenbar doch Geld bzw. Investitionen in Form von Geld die beste Möglichkeit sind. Ich glaube ja. Bestätigt das? Aber ich muss jetzt dazu sagen, es geht jetzt nicht darum, nein, ich sage es anders, es geht darum, denen die Möglichkeit zu geben, dass er nach Schibio fährt und in die Schule geht. Und die Roma sind ziemlich schlau und auch hintertrieben. Das heißt, man muss sehr genau schauen, wem man was wie viel gibt. Und in dem konkreten Fall geht es darum, zu ermöglichen, dass das Taxi sie reinbringt und nach einer Woche muss nachgewiesen werden, dass sie in der Schule waren oder zumindest in der Stadt waren. Und in regelmäßigen Abschnitten wird überprüft, ob es einen Schulerfolg gibt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Man braucht auch die Hartnäckigkeit, wenn die Roma Jugendlichen nicht in die Schule geben, diese Zuwendung zu unterbrechen. Ja? Warum? Weil die Roma sehr genau aus das da testen, ob es Konsequenzen gibt und wenn es keine gibt, dann tanzen sie da auf der Nase herum. Originalzitat vom Pfarrer Schlattner. Ich habe das Glück, ihn zu kennen, weil dadurch brauche ich dann viele Fehler nicht wiederholen, die er gemacht hat und wo er gesagt hat, na, das war Wahnsinn. Das heißt, es gibt viele Familien, die auch potenzielle Hilfe oder also wirklich Hilfe, die passiert, dann ausnutzen und unbedingt so Unrecht, ja, Unrecht weitere Hilfen mit beziehen. Unrecht geht da überhaupt nichts, ja. Weil Rechtsbewusstsein gibt es nicht. Und das macht ja diesen Status des Armseins und der kompletten Verwahrlosung, macht den ja so tragisch. Ist das nicht etwas, was sehr stark unser Klischee bestätigt, das wir von Roma haben? In Salzburg sind wir ja auch mit der Roma-Problematik oder der Roma-Frage konfrontiert. In Salzburg selbst kennen wir die Roma vor allem als Bettler. Und wir haben doch in der öffentlichen Wahrnehmung auch ein Klischee, das sehr hartnäckig ist, nämlich eben dieses Klischee der Roma, dass sie sehr, sehr hinterlistig seien, beziehungsweise vor allem was Geld anbelangt, sehr, sehr dreist auch. Und alles, was du jetzt eigentlich erzählst, ich meine, du hast schon gesagt, man kann nicht alle in einen Topf werfen, das ist natürlich immer so, ja. Aber irgendwie das Klischee wird doch ein bisschen bestätigt, oder verstehe ich das jetzt falsch? Nein, überhaupt nicht, das ist einfach kein Klischee, das ist so. Und die Frage ist nur, ob es aushält. Mhm. Ja, natürlich gibt es das. Ja, natürlich gibt es das. Ich bin der Erste, der sagt, ja, natürlich gibt es das. Ja? Und ich brauche ja überhaupt nicht beschönigen. Ja? Weil die Geschichte, um die es ja geht, ist zu sagen, aber die hier aufkommen, bringen eine Vorleistung. Ja? Und jeder, mit dem, der da unten mit Roma kennt, sagt, der Roma, wenn er was kriegt, muss er dafür was leisten.
Wir haben nur im Moment das, eine Struktur, die nicht zulässt, dass sie was leisten. Ich kann nicht hergehen und sagen, die Straße säubern und dann kriegst du das. Ja? Diese Aufgabe erledigen und dann kriegst du das. Das lässt unsere Gesetzeslage nicht zu. Und was lernt der Roma daraus? Na ja, kriegt sie gratis. Ist nur ein Teil der Wahrheit. Die Frage, die mich so unglaublich bewegt hat, war tatsächlich, ja, stimmt denn das eigentlich, dass die raufkommen, weil sie unten keine Arbeit haben? Und das stimmt. Also ich kann von 5 Dörfern, wo ich drin war, sagen, dass das Dörfer sind, da wird vor sich hingelebt. Ja. Wer von den Romen das Glück hat, bei seinem Häuschen ein Stück Land dabei zu haben, um sich selber was Kartoffeln anzubauen, wer das Glück hat, 1, 2 Tiere zu haben. Ja. Wir reden immer von Familien, die 10, bis zu 10, 12 Personen sind, ja, und von 3 Vätern, und die Väter nicht da sind, weitgehend Alkohol, eine Rolle spielt, Frauen geschlagen werden. Und dann schaust du um und fragst, wo bitte sollen die arbeiten? Es gibt keinen Bäcker, es gibt nichts, wo du unterkommst, für wem soll ich arbeiten, es gibt keine Infrastruktur. Es gibt einen Teil, wo der rumänische Staat Sozialleistungen bringt, ja. Das ist verschwindend gering. Das sind knapp 20 Euro pro einem Kind. Ja. Und wenn du 10 Kinder hast, wird es schwierig. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du sagst also, die haben einen Zustand, in dem sie sind, in dem sie sehr lange waren, und aus dieser Armut oder aus dieser Misere wollen viele gar nicht heraus, von den Familien oder von den Eltern zumindest auch. Aber was man tun kann, um diese Armut in Zukunft zu verhindern, ist, dort anzusetzen, wo man es noch ändern kann, nämlich bei den Kindern. Und diese Kinder quasi zu fördern. Und du hast schon gesagt, der Ausweg aus der Armut ist Bildung. Genau, aber lass mich bitte vorher noch was sagen, weil ich das noch nicht ganz fertig gesagt habe. Wenn ich in so einer Situation lebe, wie ich es beschrieben habe, dass dort überhaupt nichts ist, ich nicht arbeiten kann, für niemanden tätig sein kann, mir die Bildung fehlt, dass ich es überhaupt machen könnte, ich durch 10 Kinder so fertig bin, dass ich mich sozusagen nicht mehr rühren kann, ist das Heraufkommen vernünftig? Es ist einfach vernünftig und es ist eine Möglichkeit. Und es ist schlicht und einfach so, wenn und da es diesen Romen bei uns erheblich besser geht wie unten, weil dort verdienen sie gar nichts, ja, kann ich nur sagen, ich habe da sehr viel Verständnis. Dass sie zu uns kommen und dann den Weg zum Bett. Kaum Verständnis dafür, für Aggressivität, aufdringlichen Verhalten und solche Sachen. Ja. Diebstähle und solche Dinge, da habe ich kein Verständnis, aber ich verstehe, warum sie kommen. Das ist die Geschichte, die ich, und ich lege Wert bei meiner Filmerei, das zu zeigen, was ich sehe. Und das habe ich gesehen. Ja? Ich war in Dörfern, und im Film zeige ich das auch, in Ziegental drinnen, ja, wo einfach ein Kind gewaschen wird, sowas von dreckig, das mich trifft. Ja? Aber die Mutter hat 10 solcher Kinder zu Hause und keine Haushaltshilfe. Und keine Unterstützung. Ja? Und dann, denke ich mir, ist jetzt diese Geschichte, die vom Pfarrer Schlattner, muss ich sagen, das Durchhaltevermögen von ihm, ja? die Geschichte, die ihn mit den Romen verbindet, unglaublich eindrucksvoll. Und der hat mir ganz klar gesagt, welche Fehler ich nicht machen darf. Und einer dieser Kernfehler ist, die testen aus, wie sicher ist das, wenn ich nicht in die Schule gehe, dass ich dann das Geld nicht bekomme. Ja, und das spricht sich rum. Nur um nochmal das jetzt zusammenzufassen für die Zuseher. Wir haben jetzt sehr viel über die Roma gesprochen und über Möglichkeiten, wie man ihnen helfen kann. Und eine konkrete Möglichkeit ist eben,
die Roma zu fördern im Sinne von Schulbildung. Und genau das ist das, über was wir eigentlich heute ja reden, schon die ganze Zeit. Das sollte man vielleicht jetzt einmal wirklich erwähnen und auch hervorheben im Bild. Und zwar hast du dann beschlossen, Filmen alleine reicht mir nicht, ich möchte etwas tun, ich möchte ausbrechen aus der reinen Filmerrolle und irgendwie aktiv werden und helfen. Und hast dann diesen Roma-Bildungscheck ins Leben gerufen, der quasi die Idee weiterführt, die schon vom Pfarrer Schlattner 35 Jahre lang gemacht wurde, nämlich Roma-Familien mit einer Investition mit Geld zu unterstützen, das dann aber auch nur dafür eingesetzt wird, dass die Kinder in die Schule geschickt werden, und zwar die Transportkosten, wenn ich das richtig verstanden habe, werden damit abgedeckt. Na, ich habe mehrere Ideen. Mehrere Ideen. Ja, Gott sei Dank. Dann bitte stell sie uns vor, wir haben noch eine Viertelstunde. Aber alle sind auf Bildung gerichtet, und da die Frage der Bildung ist auch die Paradoxie. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? 50 Euro kostet das Taxi für einen Jugendlichen nach Schibio. Und dann kann es sein, dass die Mutter das Kind nicht in die Schule schickt und sogar anbindet und es gar nicht in die Schule gehen lässt. In dem Fall kauft der Pfarrer Schlattner das Kind frei. Das geht so, er geht zur Mutter und sagt, pass auf, wenn du dein Kind in die Schule gehen lässt, dann kriegst du pro Woche 10 Euro. Und der Disput ist, lacht er und sagt, na ja, sie probieren es immer wieder zu sagen, ja, am Anfang der Woche. Er sagt, das geht nicht, weil er weiß ja nicht, ob es in der Schule war. Ich weiß ja auch nicht, ob du geholfen hast, dass sie aufsteht, dass sie sich wascht, dass sie gut angezogen dorthin geht, und zahlt dann, wenn nachgewiesen ist, dass sie in die Schule gegangen ist, diese 10 Euro. Und das ist, war zum Beispiel für mich eine komplett neue Geschichte. Ja? Bilden lassen sich, du hast es eh schon gesagt, hauptsächlich die jungen Leute. Ja? Die älteren Leute brauchen aber etwas, sozusagen eine Unterstützung, damit sie auch was haben davon. Es muss irgendwie ein Anreiz da sein, und der Anreiz ist in finanzieller Form. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei Idee ist auch eine spannende. Ich unterstütze jetzt Kindergärten. Das heißt, ich habe in Schibio einen Kindergarten, der wird vom Pastor Sorin geleitet. Das ist ein Baptistenpastor, und der hat dort eine tolle Gemeinschaft und öffnet seinen Kindergarten als gemischten Kindergarten für Rumänen und für Roma-Kinder, weil das ist für jede zukünftige Entwicklung enorm wichtig. Und für die Roma-Kinder ist es deswegen wichtig, weil ja, ich meine, von Mutterliebe braucht man nicht reden, von Fürsorge braucht man nicht reden, von Geborgenheit braucht man nicht reden. Und die brauchen irgendwo die Erfahrung von einem Nest und einem angenommen und angekommen sein. Und dort ist es also so, dass also im Moment 5 Kindergartenplätze so aktiviert sind, dass man schauen kann, ob die zusammenpassen. Und dort habe ich was gelernt. Die Geschichte, die ist ja nicht einfach so, man investiert da und man investiert da und da. 300 Lei ist ungefähr 65 Euro, kostet der Kindergartenplatz für einen Monat. 200 Lei werden vom Bildungscheck gedeckt, 100 müssen die Eltern selber zahlen. Das war nicht schwierig, das zu erreichen. Bloß schwierig ist geworden zu sagen, Moment einmal, und die anderen Rumänenkinder und Eltern, wenn die erfahren, die Roma werden unterstützt,
Dann gibt es aber echte Schwierigkeiten. Warum kriegen wir das nicht? Mhm. Ja, Himmel nochmal. Ja, aber es geht ja nicht. Dann waren wir da. Das ist unmöglich. Wie kriegen wir das in die Reihe? Und wir haben uns entschieden zu sagen, alle Eltern, die Kinder haben, die unter 100 Euro Einkommen haben, können dieses Geld beanspruchen, müssen aber nachweisen und können das auch über, weil sie kriegen ja Kindergeld und solche Sachen, wie ihr Einkommen ist. Und die können das beanspruchen. Ich bin noch immer nicht ganz fertig, ja, weil es echt verrückt ist. Die Geschichte, die sie dann erweitert hat, war auf einmal, dass dann im Raum stand, ja, aber was ist, es gibt ja auch arme Rumänen. Es gibt ja einfach Rumänen, die auch nicht mehr verdienen. Wie, als Roma. Als Roma. Und wie ist das jetzt? Die Roma kriegst, die Rumänen kriegst nicht? Wie habt ihr das gelöst? Ja, das haben wir, Pfarrer Schlattner ist da wieder mal der Mentor gewesen, der hat gesagt, also für mich hat er gesagt, gibt es keine armen Roma und es gibt keine armen Rumänen, es gibt nur Arme. Es gibt nur ein Gesicht der Armut auf der Welt und dann habe ich gesagt, na gut, wer arm ist und das nachweisen kann, kriegt dieses Geld. Ich würde jetzt nur ganz gern, wir sind nämlich schon relativ fortgeschritten mit der Zeit, sehe ich gerade, wir haben nur mehr 8 Minuten. Und würde ganz gerne jetzt die restliche Zeit nutzen, bevor wir dann nochmal kurz einen Hinweis auf den Bildungscheck bzw. wie man mithelfen kann, werden wir dann am Ende der Sendung natürlich noch verkünden. Was mich jetzt aber interessiert und was vielleicht auch die Zuschauer interessiert ist, wie ist es als Filmemacher für dich? Ich meine, wir als Zuseher, wir kennen die Armut, wenn wir sie kennen, aus dem Fernsehen. Wir waren aber nicht dort. Du als Filmemacher bist in den Wohnzimmern der Familien gestanden, die in kompletter Armut leben. Was denkt man sich da, wenn man mit der Kamera drinsteht und auf Record drückt und filmt und das Elend filmt? Was geht einem da durch den Kopf? Auch hier zitiere ich wieder den Pfarrer Schlatten, der gesagt hat, wenn du in der Situation bist, brauchst du ein großes Herz und einen noch größeren Kopf. Du musst unbedingt erstens wach wahrnehmen und denken. Mhm. Du musst mit der Situation umgehen. Muss man das auch versuchen, nicht so sehr an sich ranzulassen? Nein, das erwischt mich sowieso. Es erwischt mich aber mit der Konsequenz, dass ich hergehe und sage, auch was ist meine Möglichkeit? Ja? Und vor allem, wen kann ich rausholen und wem nicht? Mhm. Es hat da wirklich mit Ekel, mit Schmerzen, mit allen möglichen Dingen zu tun, aber nur mal sagen, wenn ich mal die Kinder anschaue, ja, und ich die Erfahrung mache, dass man sagt, sind wenig vergrämte Menschen trotzdem, dass sie in diesem Übel hocken. Ich gebe mir natürlich Rechenschaft, dass das wenig Prozente sind, die ich sehe, aber ich merke, wie sie mich bewegen. Und wenn es mir gelingt, ein Kind herauszuholen, 2 Kinder herauszuholen, das gelingt mir sicher, 10 Kinder herauszuholen, Ideen zu entwickeln, und das ist jetzt die Geschichte des Roma-Bildungsschecks, individuell Einzelförderung zu machen. Dieses Kind kriegt die Unterstützung. Das ist vielleicht auch noch etwas Wichtiges, was wir noch hervorheben sollten, dass eben bei deinem Bildungscheck, den du ins Leben gerufen hast, die Spende oder die Investition, die man macht, um die du ja auch bittest, wir werden dann gleich noch sagen, wie das geht, direkt an ein Kind, an eine Familie geht und man nicht so wie bei anderen Spendenaktionen nicht unbedingt weiß, wo das hingeht, das Geld, sondern du auch den Überblick ja hast, welche Familien werden mit dem Geld, das man bekommt, versorgt und auch kontrolliert wird durch deine Kontakte vor Ort, unbedingt, ob denn das Geld auch von den Familien zweckmäßig eingesetzt wird, oder? Ja. Ich muss noch mal sagen, die Familien kriegen nichts. Es ist kein Blankoscheck für irgendwem, sondern es ist gebunden, zum Beispiel, dass die Jugendlichen oder die Jugendlichen kriegen das Ticket für das Taxi. Ja?
Und kein Blankoscheck für die Familie, ja? Sondern auch wenn es für Familienzuwendung ist, geht es darum, zum Beispiel Lebensmittel zu geben, ja? Holz zu kaufen und solche Dinge zu machen. Ja? Aber es ist kein, und vor allem, ich fördere und ich fordere. Was forderst du? Dass das eingehalten wird. Das heißt, wir haben einen Vertrag miteinander. Du gehst in die Schule, du lernst. Und durch diese Bildung kann damit quasi verhindert werden, dass sich das wie in einem Teufelskreis immer so weiterentwickelt, dass dann die Kinder so werden, wie ja, die Eltern, aus der Situation nicht ausbrechen wollen und ewig so weitermachen. Darum geht's. Den Teufelskreis gibt es ja schon. Mhm. Ja? Und ich gebe mir auch Rechenschaft, dass ich sage, Frau Schlattner hat knapp 500 Jugendliche befreit bei diesen, aber er hat 500. Ja? Mhm. Und von den 500, lasst sie sagen, waren 80% Mädchen. Und von den 500 sind heute nahezu alle irgendwo in einen Beruf und heraus aus diesem Teufelskreis. Und darum geht es mir. Gut, ich glaube, jetzt ist an der Zeit, dass wir mal erklären, wie man mitmachen kann, beziehungsweise wie man deine Aktion unterstützen kann. Der Roma Bildungscheck, die Initiative von Kurt Bauer, die eben die Bildung von Roma-Kindern unterstützt in kleinen Ortschaften mit einer Kontrolle auch, ob das Geld so eingesetzt wird, wie es eingesetzt werden soll. Man kann sich beteiligen, man kann sich mit einer Investition, wie du es nennst, absichtlich nicht Spende, sondern eine Investition quasi in die Bildung der Roma-Kinder, kann man sich beteiligen. Wir werden jetzt auch die Kontonummer einblenden für das Konto, mit dem man den Bildungscheck unterstützen kann. Wenn es noch weitere Fragen gibt, wir haben auch die E-Mail-Adresse eingeblendet, genau. Roma-Bildungscheck@gmx.at, genau. Kriegen Sie eine weitere Information. Genau, wird eingeblendet sein. Es gibt dann auch abseits vom Bildungscheck, wie wir schon gehört haben, am 23. Jänner die Filmpremiere im Das Kino von dem neuesten Kurt Bauer, der neuesten Kurt Bauer Production quasi, ja? Die auch wieder von Roma-Familien handelt. Ja, vorhin, der Titel ist Hallo Frau Roma. Hallo Frau Roma. Ja, es geht um die Roma-Frauen. Es geht hauptsächlich um die Roma-Frauen. Und vorhin, das ist ja unglaublich, wie ungeschützt die sind. Und erstaunlicherweise Bildung schützt. Weil Bildung ermöglicht, muss sagen, einige Beispiele erlebt, hebt den Selbstwert der Frauen. Man muss jetzt dazu sagen, das ist nicht einfach nur Schulbildung, sondern es geht darum, mit dem Staubsauger umzugehen, Küche, in der Küche zu arbeiten, dann zum Beispiel mit Nähmaschinen zu arbeiten und sagt mir, was ist das Problem? Dass all das nur in zum Beispiel Zentren wie in Osman möglich ist, weil es zu Hause keinen Strom haben. Ja, das heißt. Brot zu backen und solche Dinge oder ganz einfach Bildung zu machen, dass sie beim Kochen ein Rezept habe für 4 Personen, das muss ich auf 30 Personen hochrechnen, da vor mir steht und sage, ich kann aber nicht lesen und schreiben. Mhm. Und da wird das interessant. Ja, das sind die ganz einfachen Dinge und das merkt man auch, also das, deswegen ist das auch eine ganz tolle Sache, der Bildungscheck, der quasi gemeinsam auch mit dem Film, das sind beides Aktionen, die genau jene Menschen der Roma fördern, die am wenigsten ausbrechen können. Und wie wir schon jetzt gehört haben im Gespräch und wie das Gespräch auch gezeigt haben, ist das am ehesten möglich mit Investitionen, die dann auch zweckgemäß eingesetzt werden. Gut, dann sage ich danke Kurt, wir sind ziemlich genau am Ende unserer Sendung. Ich glaube, ich schaffe es auf die Sekunden genau. Geht sich das noch aus? Bitte helfen Sie mit, den Teufelskreis der Roma zu durchbrechen. Danke und schöne Weihnachten. Schöne Schlussworte. Vielen Dank fürs Zusehen beim Open Studio und bis zum nächsten Mal. Ja.